Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 1. Ja. Letzte Folge. Sind wir rumgegangen. Und haben zwei Schwerter gefunden. Und sind ins alte Lager gekommen. Und jetzt wollen wir das alte Lager besichtigen. Okay, da hinten scheint es, dass jemand kifft. Ja, es gibt ja drei Lager, die man sich aussuchen kann. Einmal das alte Lager, das neue Lager und die Sekte des Dingsbums des Schläfers. So, Sekte des Schläfers. Welche ich aber auch gerne Kifferbande nenne. Oder Kiffersekte. Weil die Typen hier, die kiffen einfach den ganzen Tag. Ja. Mal gucken, zu welcher ich mich entscheide. Butler. Ja, nein! Ich wollte dich nicht angreifen, ich wollte dich nicht angreifen. Nein, 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 nein. 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 Okay. Ich glaube, das war jetzt gar nicht so gut. Okay, der ist immer noch hinter mir her. Der hat genug. Nein, versuch das nicht nochmal. Der hat genug. Ja. Ich sorg dafür, dass dein Erz gut angelegt wird. Ach toll. Das war jetzt gar nicht so gut. Da drückt man einmal den falschen Knopf und schon versuchen alle dich zu töten. Ja. Ja, und das meine ich zu, man sollte öfter speichern. Naja, was sollen wir machen? Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Ah, nein. Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Gut, du kannst reingehen. Ja, schön lecker Cola. So. Übrigens spiele ich das Spiel blind. Ich habe nur beim Anfang ein bisschen gezockt, damit ich die Steuerung in den Griff kriege. In meinen Kopf bekommen, wie auch immer. Weil es gar nicht mal so leicht ist. Du siehst nicht so aus, als wenn du... Ja, das hatten wir schon, das hatten wir schon. Wer stimmt? Ich werde mit dir gehen. Ich halte mich da lieber raus. Ich höre nicht mehr auf. So. Lass uns lieber über was anderes reden. Wieder nach Diego. War nicht besonders schlau. Ich habe mit Torus geredet. Er will mich im... Sieht. Fangen wir direkt vorher. Was muss ich... Wenn du... Es gibt... Dann muss... Außerdem... Mach's gut. So. Aber
da lieber raus. Oh. Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Baal Taran von der Bruderschaft des Schläfers. Ach ja, genau. Bruderschaft des Schläfers, so war das. Was ist die Bruderschaft des Schläfers? Wir sind eine Gemeinschaft von Anhängern eines neuen Glaubens. Unser Lager liegt östlich von hier, im Sumpfgebiet. Ich bin hergekommen, um Fremden wie dir die Lehre des Schläfers zu verkünden. Das passiert mir nicht nochmal. Wer ist der Schläfer? Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat sich vor 5 Jahren durch Iberion unseren Meister offenbart. Seitdem haben wir den 3 Göttern abgeschworen. Und das solltest du auch tun. Die Götter haben es zugelassen, dass wir in dieses Gefängnis verbannt wurden. Der Schläfer aber wird uns wieder in die Freiheit führen. Alles klar. Das ist ganz interessant. Ich muss in die Burg. Kannst du mir dabei helfen? Ich fürchte nicht, Bruder. Die einzigen Bruder, von uns, die Burg betreten dürfen, sind diejenigen, die Gomez das Kraut liefern. Wir ernten Sumpfkraut und verkaufen einen Teil davon ans alte Lager zum Austausch gegen Waren aus der Außenwelt. Wenn du einer der Kuriere wärst, die für Kur Kalom arbeiten, könntest du in die Burg kommen. Aber dazu müsstest du natürlich einer von uns sein. Was willst du überhaupt in der Burg? Das merke ich mir. Jemanden treffen. Ich will dort jemanden treffen. So? Wen? Und wieso wartest du nicht einfach, bis er rauskommt? So, als ob ich dir das sage. Das geht dich nichts an. Ist ja schon gut, Mann. Ich wollte dir nur helfen. Hey du! Redest du mit mir? Ich will dich warnen. Jemand wie du hat hier schnell Ärger am Hals. Und die meisten, die sie hier reingeworfen haben, sind Arschlöcher. Sie denken, dass sie mit dir machen können, was sie wollen. Aber das lassen wir nicht zu. Gomez will, dass Ruhe im Lager herrscht. Und wir Gardisten sorgen dafür. Aber so eine Aufgabe ist extrem kostspielig. Darum bitte ich dich um etwas Erz. Du musst das als Freundschaftsdienst verstehen. Du hilfst uns und wir helfen dir. Wenn du mal Ärger hast, sind wir da. Soll das eine Drohung sein? Im Gegenteil. Es ist ein Freundschaftsangebot. Ja, genau. Ja, ich kann auf mich selbst aufpassen. Ich soll Schutzgeld zahlen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wie du meinst, Kleiner. Wirst schon sehen, was du davon hast, dein Freundschaftsangebot abzulehnen. Tja. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Ich lass mich hier doch nicht erpressen, nur weil ich der Neue bin. Und immer diese komischen Sektenleute hier, immer nur am Kiffen. Immer dasselbe. Graham. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Graham. Ich zeichne Karten. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Ich würde gerne eine Karte kaufen. Klar. Was suchst du? Je mehr drauf zu sehen ist, desto teurer sind die Karten. Erstmal angucken.
Nee. Sly. Neu hier, was? Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich bin Sly. Ich hätte was zu tun für einen neuen. Oh, das ist gut. Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, lege ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Ja, erzähl mal. Was kann ein gutes Wort von dir bewirken? Wenn du hier im Lager aufgenommen werden willst, brauchst du Leute, die für dich sprechen. Ein gutes Wort von mir über dich bei Diego kann da schon einiges helfen. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Okay. Lass uns lieber über... Wahrscheinlich hast du recht. Wie oft habe ich euch Pennern gesagt? Rennt nicht durch meine Hütte! Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Mann, lass mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut habe. Bau deine Hütte nicht an den Graben, haben sie gesagt. Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue. Als ich vor ein paar Tagen aus der Mine wiederkam, hatte ich eine zweite Tür. Diese Schweine. Ich hasse sie. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich sie hasse. Jetzt rennt jeder durch meine Hütte. Jeder Arsch. Wie gesagt, die nehmen einfach keinen Blatt vom Mund. Aber es geht noch schlimmer. Was ist dein Problem? Das hatte ich doch schon. Aber das ist einfach das Geilste. Letzte. Butler. Herrick. Warte doch mal. Ich habe gehört, du hast dich mit Bloodwyn unterhalten. Warum? Was willst du? Fand ich echt gut von dir, dass du dich geweigert hast, ihm Schutzgeld zu zahlen. Das heißt, wir anderen müssen deinen Teil mitbezahlen. Ich werde dafür sorgen, dass du dich daran erinnerst, wenn er dich das nächste Mal fragt. Wow, 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 wow. Ein Kampf. Wieso greifen mich zur Hölle alle an? Warum? Danke für das Ernst. Stehst du auch wieder auf, oder? Hey. Oh, Scheiße. Hey, du! Ich hab gehört, du wolltest Bloodwyn kein Schutzgeld zahlen. Was willst du? Dich warnen. Bloodwyn hat einige Leute bezahlt, damit sie dir Ärger machen. Ich habe zum Beispiel gesehen, wie er mit Herrick darüber geredet hat. Und nur die Götter wissen, mit wem noch. Was Herrick betrifft, kommt deine Warnung etwas spät. Er muss noch mit jemand anderem geredet haben. So viel habe ich mitgekriegt. Also pass auf dich auf. Alles klar, sehr nett, die Leute im alten Lager. So wie es aussieht, schläft Nico. Schatten. Klar.
ich hier eigentlich rein? Hey du. Oh. Okay. Kluges Alles Geist. Ist gut. Ah, ein neues Gesicht. Was willst du? Ich will dir meine Hilfe anbieten. Deine Haut will ich trotzdem. Du bist neu hier und Neue bekommen schnell Ärger. Mit einer kleinen Spende an mich könnte ich schon wieder davon ersparen. Nur 10 Erzmann, das ist nicht viel. Verlass dich auf jemanden, solange ich nichts damit zu tun habe. Wenn ich nicht zahle. Und wenn ich nicht zahle? Hey Mann, mach dir keinen Stress. Du bist neu hier. Sieh dich mal ein bisschen um. Sammel erstmal etwas Erz und wenn du bereit bist zu zahlen, dann zahlst du. Du kannst es jederzeit nachholen. Nur bitte rechne nicht mit meiner Hilfe, solange du nicht einen kleinen Beitrag zu meinen Unkosten geleistet hast. Das verstehst du doch. Solange ich nichts damit zu tun habe. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später. Pass so lange gut Scheiß. Auf dich auf. Gehen sie mir alle auf den Nerven mit, ey. Lass uns lieber über was anderes reden. Keiner zu Hause, aber Fettfeuer an. Butler, Butler. Oh, eine kleine Ruine. Mordrak. Hey, Neuer. Ich bin Mordrak. Meinen Namen solltest du dir merken. Ich kann dir gute Ware aller Art günstig verkaufen. Alles klar. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Na, brauche ich nicht unbedingt, aber eventuell die Erzbrocken. Und dann haben wir unsere ersten 11 Erzteile. Man hier rein. Ich halte mich da lieber raus. Lass uns lieber raus. So. Diese Fleischschwanzen kann man am besten mit einer Spitzhacke töten. Aber es ist schwer, weil die Dinger klein sind. Sehr schön.
abgeschlossen. Okay, hier ist eine Schmiede. Boah, ist das laut. Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk? Bisher hat sich noch niemand beschwert. Aber das will ich auch keinem raten. Jeder Pisser hier braucht ein Schwert. Und das kriegen sie von mir. Mhm. Ich würde mich selbst gern mal in deiner Schmiede versuchen. So, so. Aber glaub nur nicht, dass du tolle Klingen herstellen kannst. Was muss ich tun? Okay. Nimm den Rohstahl und halte ihn ins Schmiedefeuer. Dann musst du den glühenden Stahl am Amboss schmieden. Stecke dann die glühende Klinge dort drüben in den Wassereimer, um sie zu härten. Am Ende muss die abgekühlte Klinge noch am Schleifstein geschärft werden. Verstehe. Allerdings brauchst du dafür ein paar Sachen. Ich kann sie dir verkaufen. Oh, eine Truhe. Vielleicht kann man die nachts ganz locker knacken. Geiler Name. Hallo. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist neu hier, oder? Vor kurzem angekommen. Hast du dir schon überlegt, welchem Lager du dich anschließen willst? Nein. Was würdest du mir raten? Kommt drauf an. Jedes Lager hat seine Vorteile, denke ich. Bis du dir es überlegt hast, kannst du hier wohnen. Ist gerade eine Hütte frei geworden. Okay, das ist ja schon mal gut. Dann habe ich ja schon mal eine Hütte. So. Altenlager. Was sind die Vorteile des alten Lagers? Wenn du den Gardisten dein Schutzgeld zahlst, hast du ein ruhiges Leben. Sie mischen sich in alle Kämpfe ein, in denen jemand angegriffen wird, den sie beschützen. Außerdem kommt man nur hier günstig an Außenweltwaren. In den anderen Lagern sind diese Sachen unbezahlbar. Das ist wiederum eine interessante Frage. Was ist, wenn zwei Leute kämpfen, die beide Schutzgeld zahlen? Dann sehen sich die Gardisten das in aller Seelenruhe an. Aber wehe, wenn der eine den anderen umbringt, dann ist er selber dran. Was sind hier wertvolle Waren? Alles, was aus der Außenwelt kommt. Brot, Käse, Schinken und vor allem Bier und Wein. Nicht der billige Reisschnaps aus dem neuen Lager, sondern richtig guter Stoff. Für Waffen bekommt man fast immer was und Rüstungen sind richtig teuer. Die Gardisten haben sich die alten Rüstungen der Aufseher unter den Nagel gerissen, nachdem sie sie alle umgebracht hatten. Diese Rüstungen sind sowas wie ihr Erkennungszeichen. Die verkaufen sie nur an ihresgleichen. Da kommst du als Fremder gar nicht ran. Ich denke, ich habe genug übers alte Lager gehört. Also, mir gefällt's hier. Neue Lager. Was spricht für das neue Lager? Wenn du kein Problem damit hast, wegen einem Stück Brot die Kehle durchgeschnitten zu kriegen, bist du da richtig. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber es geht anders zu als hier. Hier sorgt Gomez dafür, dass alles halbwegs ruhig bleibt. Im neuen Lager gibt es kein Gesetz. Die einzigen, die mächtig genug wären, den Laden zu schmeißen, sind die Wassermagier. Und die forschen den ganzen Tag an der Barriere herum. Warum sollte ich mich der Sekte anschließen? Tja, das fragst du am besten einen, der von dort kommt. Es sind immer einige Novizen im Lager, die können dir sicher eine Menge über die Sekte erzählen. Ich war selbst nie da, aber nach allem, was man hört, sollen sie sehr großzügig sein. Keines der drei Lager scheint so dringend neue Leute zu brauchen wie das der Sekte. Hm.
Welche Hütte kann ich nehmen? Welche von den Hütten kann ich für mich nehmen? Die Hütte da oben, mit dem kleinen Vordach, ist frei. Ah, okay. Mensch. Wie schnell diese Zeit beim Zocken einfach vergeht. Ja, wir haben es jetzt noch nicht ganz durchs alte Lager geschafft. Und die Zeit ist auch schon wieder vorbei. Leider, leider. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und bis nächsten Mal. Haut rein!